Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Active Aggression. Euer Ed von AdGaming.tv wieder Mick. Und wir machen jetzt genau da weiter, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal in der zweiten Mission. Ich würde sagen, gar nicht lange fackeln, Spielstand laden und los geht's. Try to take wounded enemies prisoner. They will provide valuable information. So. Es gilt immer noch, Escobedo gefangen zu nehmen. Wie ihr seht, die Bank haben wir hier schon besetzt. Wir haben auch schon eine kleine Basis, sprich eine Kaserne. Und jetzt gilt es auf jeden Fall erstmal hier zu verteidigen. Ich würde sagen, ab ins Haus. Für Nachschub sorgen. Ich würde sagen, es war gut, dass wir einen Scharfschützen hier drin haben. They've had enough. I am listening. So. Intercepting communications from Escobedo. He's calling for backup. Get him before he slips away again, Colonel. Genau, da wird es ja nochmal gesagt. Ergreifen Sie Escobedo. Aber nicht ohne eine kleine Eingreiftruppe hier aufzubauen. Schauen wir mal. Bist du noch rein? Du auch. Ah, die Produktion dauert. Someone taken down from afar. Heading there. So. Ooh. Yes. Auch noch rein. Ja, was ich nicht verstehe, ist, warum die hier immer einen wieder rausschmeißen. Das ist für mich nicht verständlich. Scheint irgendwie in meinen Augen noch buggy zu sein. Das ist unglaublich. Das ist echt ein bisschen scheiße. So, noch ein paar Sniper. Bisschen Infanterie. I usually don't take prisoners. Den hier mal vorsichtig holen. Target ahead. Permission to engage. Eieieiei. Rückzug. What's your plan? Changing position. Schnell weg. Ja, mal gucken. Ich denke, die werden das Haus hier reinmarschieren wollen. Ja. Habe ich doch recht gehabt. Aber unser Sniper sorgt ja schon für Ordnung hier. So, mal ein bisschen nach da vorrücken. Marsch. Gucken, ob wir in das Haus hier kommen. Dann könnten sie eventuell schon da auf die besetzten Häuser drauf schießen. Ja, mal gucken, ob sie drauf schießen. Ja, wunderbar. Aber warum sie wieder rausgehen? Perfekt. Perfekt. So, Infanterie. So. Vorrücken. Zumindest ein bisschen schon mal. Ich
glaube, ein paar Sniper wären noch gut. Nicht, dass uns hier ein paar böse Überraschungen erwarten. Muss ja nicht sein. SIS reporting. Genau. Du gehst da. Failure is not an option. Target ahead. Permission to engage. Ah, wieder zwei Autos. Da sollten wir auf jeden Fall Sniper für haben. Weil die sind doch ganz effektiv gegenüber zumindest leicht gepanzerte Fahrzeuge. Es dauert, ey. Berlin ready, sir. Move, move, move! Ah, move, move, move. Dann mach mal move, move, move. Taste Nummer 2. Das ist kein Problem. Wie halt bei jedem normalen Spiel. Was ein Echtzeitstrategiespiel ist. So. SIS reporting. They won't see me coming. Den schicken wir auch mal da rein. Who dares win? Du gehst hinterher. Target ahead. Permission to engage. Ja, geh doch rein da. What's your plan? Hetzend, wenn die immer wieder rausgehen. SIS reporting. Verstehe ich nicht, warum die immer wieder rausgehen. Das ist irgendwie... SIS reporting. Ja. Ey, das muss noch ein Bug sein. Das gibt's ja gar nicht. Oder ich bin zu doof dafür. Keine Ahnung. Also wie man das eventuell verhindert. Und wenn ihr das vielleicht wisst, könnt ihr mir das ja in die Comments schreiben. Ich wäre echt dankbar für. Der bleibt zum Beispiel drinne. Das ist echt die wahre Pracht. Yes. Heading there. So, Compadre. Du musst mal Lockvogel spielen. On their way. Unit is under attack. Okay, keine gute Idee. Need someone taken down from afar. Gehen wir mit denen da vorne rein. Vielleicht könnt ihr ja da schon ein bisschen ballern. Ja. Super. Okay, die hauen jetzt ab. Die schicken wir hinterher. Ja, ein paar Sniper. Infanterie. Wäre doch gelacht, wenn wir das hier nicht hinkriegen würden. Who dares win? So, Sniperchen wieder ein bisschen nach vorne. Damit sie die beiden da erledigen. That one might have sticky end. Unit is under attack. Wunderbar, klappt auch. So. Wieder vorrücken. Whatever you want. Den gefangen nehmen.
Bringt ja schließlich ein bisschen Kohle. Wunderbar. Weiter vorrücken. On their way. Need someone taken down from afar. Hier geht mit. Changing position. Die anderen lasse ich in den Häusern drinnen, man weiß ja nie. Vielleicht gibt es ja hier noch eine Überraschung. Dann wird zumindest ein bisschen gewappnet. Ich muss schon sagen, es ist es kommt nah an Command & Conquer ran. Also es hat auf jeden Fall ja, was soll ich sagen, es ist mit eins der besten Strategiespiele, Echtzeitstrategiespiele, was in den letzten Jahren rausgekommen ist, weil in letzter Zeit gab es ja leider nicht so viel, was eigentlich sehr, sehr schade ist, weil dieses Genre mir doch sehr viel Spaß gemacht hat und auch immer noch macht. Das ist echt, echt, echt schade, dass halt da kaum noch Wert drauf gelegt wird. Aber naja, das ist ja so ein anderes Thema, wem wir das zu verdanken haben. Auf jeden Fall hat es hier ordentlich gekracht. You're closing in on the Escobedo's position, sir. Ah, ich wusste es doch. Stay on your guard. Ah, los, mach den platt. Combat formation. Unit lost. I'm going to die. Count on me. I am listening. So. Da ist Escobedo. Den sollen wir ja gefangen nehmen. Reporting visual on Escobedo. Let's back him now. On our way. Unit is under attack. Move, move, move. Genau, move, move, move. Heading to water, sir. Come on, men, attack! Unit is under attack. Okay, der sammelt fleißig, sehr gut. On our way. Escobedo is in our hands, Madam High Commissioner. I'm sending a valor to pick him up. Ja, ich würde sagen, Mission erfolgreich abgeschlossen. It's been confirmed. The UN have convinced Escobedo to talk. He can't implicate us. But he already knows too much about our financing and smuggling rings. Even if he remains silent on the subject, the part we've had him play in Operation Eclipse could jeopardize it. Raul Escobedo must die. We know he will be transferred to The Hague soon. Testify in front of the ICC. That is where and when we should strike. Okay, nächstes Kapitel. Weiter geht's. From The Hague, where in a few hours ICC Judge Henriksen and UN International Security Commissioner Saint-Hilaire will preside over a special hearing. The commission will hear the testimony of Raul Escobedo, former governor of Baja California, about the events leading up to his declaration of independence from the short-lived RNC. Here it is. His convoy is just passing by. Linda? Linda, what's happening? Can you hear me? Linda? Escobedo's car has been destroyed. Explosions are going off everywhere. It's a scene of urban warfare. ASAP and give me a sit rep on Escobedo. My men are on their way. The assailants are heading for the ICC. We can't let them get there, Colonel. Stop them now.
mach mal ganz kurz Pause. Also es war gerade schon heftig. Sieht mir ganz nach einem Angriff aus. Wollen wir mal schauen, wie es jetzt weitergeht. So, Hauptmissionsziel. Sichern Sie das Gebäude des Internationalen Strafgerichtshofs. Machen wir das. Und wie wir sehen, haben wir jetzt hier auch ein stark gepanzertes Transportfahrzeug. Okay, ist wirkungsvoll gegen Infanterieeinheiten. Kann bis zu 10 Soldaten transportieren. Super. Soldaten markieren. Ja, wieder ein bisschen störrisch. Na, rücken wir mal weiter vor. Ah, okay. Da vorne. Alle raus. Schnell, schnell, schnell. Perfekt. Okay, dort. Oh, oh, oh. Unit is under attack. Ich muss sagen, unser Fahrzeug hält ganz gut was aus, ne? Unit is under attack. ICC secured, Madam High Commissioner, but Escobedo is dead. This is about more than just Escobedo. Several other key ICC members are under attack. Colonel, rescue them at any cost. I'm sending you reinforcements. Spear protocol activated. Forward operating base deployed. Okay. Jetzt haben wir eine kleine Basis. Ich würde sagen, closest VIP is UN Commissioner Saint-Hilaire. Here. Erstmal die Gefangenen holen. Und dann schalten sie alle Gegner in der Nähe der Position von Saint-Hilaire aus. Gut, machen wir doch. Was haben wir denn da? Grenadier. Okay. Der hat einen automatischen Y3-Granatwerfer. Ist gut gegen Infanterieeinheiten. Und Gebäude. Feuert Brandgeschosse. Okay. Kostet 400 Geld. Storage capacity has reached its maximum. 200 Aluminium. Ja, da sind wir noch ein bisschen vorsichtig mit. Lieber noch nicht so viel. Erstmal 4 Sniper. So, was ist das jetzt? Unterstützungsfabrik. Ah, okay, da werden unsere kleinen Transportfahrzeuge gebaut. Das ist ja cool. Wir können unserem Transportfahrzeug die Fähigkeit verleihen, durch ein Upgrade, dass er unsere Soldaten heilt. Ich würde sagen, das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, die ziehen wir mal wieder hierher. Alles klar. Was haben wir hier? Okay, Sniper-Kollegen da rein. Upgrade completed. Ah, okay. Jetzt haben die auch hier so eine Art Wirkungsbereich. Okay, coole Sache. Oh, der da hinten hat aber eine üble Reichweite. Unit is under attack. Ja, leider war es das heute wieder mit dem Let's Play in dieser Folge. In der nächsten Folge seht ihr, wie wir diese Mission hier hoffentlich erfolgreich beenden werden und uns gleich die nächste dann vorknöpfen. Über ein Abo würde ich mich natürlich freuen, über Kritik, Däumchen ebenso. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht's gut, euer Ed.
Jones.